Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen gute Tama. Mir ist bewusst, dass nicht jeder was mit dieser Figur anfangen kann. Aber keine Sorge, wir häkeln diese Woche auch noch eine Schildkröte. Und dann würde ich sagen, kann es auch losgehen. Wir beginnen natürlich mit dem Körper und wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir hier ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probier es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann verdoppelst du jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann wird jede 2. Masche verdoppelt. Du häkelst also in die 1. Masche 1 feste Masche und in die 2. 2 feste Maschen. Dann wieder 1 feste Masche, 2 feste Maschen, 1 feste Masche, 2 feste Maschen. Und das wiederholst du bis zum Ende. Dann wird jede 3. Masche verdoppelt. Du häkelst also in die 1. Masche 1 feste Masche, in die 2. Masche 1 feste Masche und in die 3. 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du natürlich bis zum runden Ende. Dann wird jede 4. Masche verdoppelt. Du häkelst also in die ersten 3 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die 4. wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann wird noch jede 5. Masche verdoppelt. Du häkelst also in die ersten 4 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die 5. wieder 2 feste Maschen. Und auch das wiederholst du bis zum runden Ende. Dann häkelst du 10 Runden lang in jede Masche 1 feste Masche. Wenn du den Körper länger machen möchtest, dann häkelst du noch ein paar Runden mehr in jede Masche 1 feste Masche. Jetzt müssen wir die Maschen auch wieder abnehmen und da wir zuletzt jede 5. Masche verdoppelt haben, nehmen wir jetzt jede 5. und 6. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 4 Maschen jeweils 1 feste Masche, stichst in die 5. ein, holst dir den Faden, stichst in die 6. ein, holst dir den Faden, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Ich zeig's dir nochmal. In die ersten 4 Maschen jeweils 1 feste Masche. In die 5. einstechen, Faden holen. In die 6. einstechen, Faden holen. Faden holen und durch alle 3 Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt wird jede 4. und 5. Masche zusammen abgenommen. Du häkelst also in die ersten 3 Maschen jeweils 1 feste Masche. Stichst in die 4. ein, holst dir den Faden. Stichst in die 5. ein, holst dir den Faden. Holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann wird jede 3. und 4. zusammen abgenommen. Du häkelst also in die ersten beiden Maschen jeweils 1 feste Masche. Stichst in die 3. ein, holst dir den Faden. Stichst in die 4. ein, holst dir den Faden. Und holst den Faden, ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Nun wird jede 2. und 3. abgenommen. Du kannst das Ganze schon mal ein bisschen ausstopfen. Also in die 1. Masche 1 feste Masche. 2. einstechen, Faden holen, 3. einstechen, Faden holen und durch alle 3 Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann wird nochmal jede 1. und 2. Masche abgenommen, also in die 1. einstechen, Faden holen, in die 2. einstechen, Faden holen, Faden durch alle 3 Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich bis zum runden Ende. Dann kannst du den Faden ein bisschen rausziehen. Faden abschneiden und Faden komplett durchziehen.
Dann nähen wir das Loch noch zu und dafür stichst du unter oder zwischen den Maschen durch. Einmal nach innen, dann nach außen, dann wieder nach innen und nach außen. Und das machst du, bis du komplett drum bist. Dann ziehst du das fest, machst nochmal einen Stich und dann nochmal und kannst dann den Faden einfach irgendwo durchstechen und abschneiden. So, dann kümmern wir uns mal um den Po. Ich habe das hier mit schwarzen Faden gemacht, damit du es richtig sehen kannst. Du kannst aber wie ich auch einfach dieselbe Farbe benutzen. Ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen schöner. Auf jeden Fall steche ich in der Seite ein und komme daraus, wo der Po hin soll. Und dann steche ich ein bisschen weiter unten ein und direkt eine Masche daneben komme ich wieder raus. So, und dann ist mir das Licht leider ausgegangen. Akku gewechselt und ja, ich steche dann da nochmal ein, wo ich den anderen Faden habe und komme direkt unten und da ist mir das Licht wieder ausgegangen und ich habe aufgegeben. Komme auf jeden Fall unten in der Mitte wieder raus und steche jetzt in der Mitte vom V, also da unten, wieder ein und komme wieder unten in der Mitte raus. Und dann ziehst du das Ganze fest. Versuch das ein bisschen mittiger zu machen als ich. Beim Gelben ist es mir ganz gut gelungen, hier leider nicht so, Vorführeffekt. Und steche dann halt nochmal da beim V ein, steche aber irgendwo anders raus, wo ich den Faden dann einfach wieder abschneiden kann. Und dann kannst du das Ganze noch ein bisschen zurecht formen, damit es eben gleichmäßig ist. Wie gesagt, achte ein bisschen mehr darauf, es mittig zu machen. Und dann geht's weiter. Und ich zeige dir das hier nochmal mit Gelb. Gefällt mir persönlich besser, aber das kannst du für dich entscheiden. Da du jetzt weißt, wie die Zunahmen funktionieren, schreibe ich dir hier an die Seite, wie du die Beine häkelst. Dann machen wir noch die Ärmchen und dafür arbeiten wir mit Luftmaschen. Du machst also erstmal eine ganz normale Schlaufe, nimmst dir die Nadel und machst 6 Luftmaschen. Stichst dann von der Nadel aus in die zweite Luftmasche ein und machst jetzt in jede Luftmasche eine feste Masche. Wenn du das hast, schneidest du den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Lass ein kleines Stück hängen, damit du das Ganze festnehmen kannst. Hier schreibe ich dir noch, wie du das Eiweiß häkelst. Es geht gleich weiter, nur das kennst du ja schon, die Zunahmen, deswegen nehme ich das nicht extra nochmal auf. So, um das Ganze ein bisschen mehr wie Eiweiß aussehen zu lassen, arbeiten wir jetzt mit Stäbchen. Aber du beginnst erstmal mit einer festen Masche, ein halben Stäbchen, also Umschlag und durch alle 3 Schlaufen durch. Dann einem Stäbchen, also Umschlag, Faden holen durch die ersten beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. Dann noch ein Stäbchen, also Umschlag, durch die ersten beiden Schlaufen, durch die letzten beiden Schlaufen. Dann machen wir ein Doppelstäbchen, also 2 Umschläge, durch die ersten beiden Schlaufen, durch die mittleren beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. Und du verteilst diese Stäbchen einfach, wie du Lust hast, also zwischendurch immer mal feste Maschen, dann wieder Stäbchen, einfach nur damit es aussieht, als wäre das Eiweiß etwas zerlaufen. So, wir gehen wieder runter und dafür machen wir ein Stäbchen, also durch die ersten beiden, letzten beiden Schlaufen, dann noch ein Stäbchen, durch die ersten beiden Schlaufen, letzten beiden Schlaufen, dann ein halbes Stäbchen, also Umschlag, und durch alle 3 Schlaufen und dann wieder feste Maschen. Und das verteilst du halt wirklich einfach drumherum, wie du möchtest. Und am Ende angekommen, machst du wieder ein paar feste Maschen, ziehst den Faden etwas raus, schneidest den Faden ab und ziehst ihn wieder komplett durch. Und so sieht das dann aus. Ich hoffe, du hast es soweit verstanden. Ansonsten frag mich einfach, dann versuche ich dir das nochmal in den Kommentaren zu erklären. So, jetzt der Bacon und da arbeiten wir wieder mit Luftmaschen. Du kannst es natürlich so lang oder so kurz machen, wie du möchtest. Ich habe hier mit 30 plus einer Luftmasche gearbeitet. Ich beginne hier mit rosa. Du kannst beginnen mit welcher Farbe du möchtest. Dann steche ich wieder in die zweite Masche von der Nadel aus ein. Habe somit also 30 Maschen. Und jetzt häkel ich in jede Masche eine feste Masche.
In der letzten Masche mache ich den Farbwechsel. Ich steche also ganz normal in die letzte Masche ein, hole mir den rosanen Faden, nehme mir jetzt die andere Farbe, die ich nutzen möchte, und ziehe den roten Faden so durch, als wäre es der rosane Faden. Dann eine Luftmasche, das Stück wenden und wieder in jede Masche eine feste Masche. Dann am Ende angekommen wieder eine Luftmasche, Stück wenden und wieder in jede Masche eine feste Masche. Da Bacon ja nicht nur aus Streifen besteht, beziehungsweise nicht aus gleichmäßigen Streifen, zeige ich dir jetzt nochmal mittendrin einen Farbwechsel. Also dann wieder nicht komplett durchziehen, wenn du die zwei Schlaufen auf der Nadel hast, sondern dir den weißen Faden nehmen und ihn durchziehen, als wäre es der rote Faden. Und dann häkelst du wieder bis zum Schluss in jede Masche eine feste Masche. Und so machst du das jetzt die ganze Zeit, und zwar so lange, bis dir der Streifen breit genug ist. Du wechselst die Farben, wie du Lust hast. Und so sieht mein Baconstreifen aus. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du die Beine annähst an den Körper. Und zwar kommt er natürlich an den beiden Seiten am Po dran und du stichst einfach vom Bein in den Körper ein. Gehst eine Masche weiter, stichst wieder vom Bein in den Körper ein. Und das machst du, bis du komplett drumherum bist. Und so nähst du auch die Ärmchen an, nur dass du da eben wirklich nur ein sehr dünnes kleines Stück hast. Die Beine werden übrigens nicht ausgestopft. Wenn du das hast, stichst du den Faden wieder irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Und ja, wenn du dann die Ärmchen rangenäht hast, dann ist dein Gudetama auch fast fertig. Du musst nur noch das Gesicht machen. Das habe ich aus Filz gemacht und rangeklebt. Du kannst es aber natürlich auch draufsticken, wenn du möchtest. Da musst du die Teile eigentlich nur noch aufeinander legen. Theoretisch gesehen kannst du auch alles zusammennähen. Ich fand das nicht nötig, weil er liegt bei mir einfach nur auf dem Tisch. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.